Der italienische Fußball-Erstligist Lazio Rom will Ex-Nationalspieler Holger Badstuber vom Bundesligisten VfB Stuttgart verpflichten. Dies berichtet die Gazzetta dello Sport. Angeblich habe der Hauptstadtklub, Ex-Club von Miroslav Klose, Einigung mit dem 29-Jährigen über einen Vertrag erzielt. Es seien nur noch Details zu klären, berichtete das Blatt. Badstuber hatte im März gegenüber der Gazzetta geschwärmt, Großartiges über Lazio gehört zu haben. Der Innenverteidiger hatte trotz der überraschend starken Stuttgarter Saison keinen Hehl daraus gemacht, in Zukunft wieder international spielen zu wollen. Lazio startet kommende Spielzeit in der Europa League. Badstuber könnte ablösefrei vom VfB nach Rom wechseln. Auch die Istanbuler Clubs Besiktas und Fenerbahçe sollen Interesse am Ex-Münchner bekundet haben. Derweil buhlt AS Rom um den Tschechen Pavel Kader Abek von Bundesligist 1899 Hoffenheim. Dies berichtet der Corriere dello Sport. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 10 Millionen Euro.